Die Vögel-Schnatterfee. Im grünen Wald, auf einem morschen Ast, haben Vögel-Schnatterfee Fuß gefasst. Dort beobachten sie von ihrem Baum die Tiere des Waldes. Man glaubt es kaum. Da fällt dem Eichhörnchen eine Nuss, grad gefunden, in den Fluss. Schnatter, schnatter, lach, lach, schau das Eichhörnchen an, die Nuss ist im Bach. Das Eichhörnchen ärgert sich sehr und weh. Wie gemein, die Vögel-Schnatterfee. Das Wildschwein gräbt den Waldboden um, wird von Bienen gestochen und rennt herum. Schnatter, schnatter, lach, lach, schau das Wildschwein an, was macht's für einen Krach? Das Wildschwein ärgert sich sehr und weh. Wie gemein, die Vögel-Schnatterfee. Der Fuchs jagt fleißig eine Maus, rennt durch den Matsch, rutscht darin aus. Die Eule beobachtet das Geschehen und kann einer Einmischung nicht widerstehen. Vögel-Schnatterfee, nehmt euch in Acht, es ist nicht fein, was ihr hier macht. Wir sind eine Gemeinschaft, ist euch das klar? Euer Verhalten ist wirklich sonderbar. Wir kommen gut zurecht allein. Was soll das Gerede von Gemeinschaft sein? Wir sitzen hier oben, man kann uns nichts tun. Wir werden uns hier weiter ausruhen. Auf einmal werden die Tiere ganz stumm. Es fängt an zu gewittern. Ach, wie dumm. Alle Waldtiere suchen sich ein sicheres Versteck, rennen davon und sind alle weg. Nur die Vögel kennen sich nicht aus im Wald. Auf ihrem Zweig ist es nass und kalt. Mit Sorge schaut die Eule aus dem Baumloch heraus. Im Wald geht ein Gewitter oft gefährlich aus. Kaum hat sie das zu Ende gedacht, hört sie, wie es ganz laut kracht. Kracht die Bums, es kracht der Ast. Achtung, Vögel-Schnatterfee, aufgepasst! Da purzeln die beiden Vögel hinunter, auf den pitschpatsch nassen Waldboden runter. Die Köpfe schmerzen und auch ein Bein. Die Vögel fühlen sich hilflos und allein. Die Waldtiere haben es alle gesehen und rufen: Ist euch recht geschehen? Schnatter, schnatter, lach, lach! Jetzt machen wir den lauten Krach. Doch das Lachen verstummt, das Wildschwein ist hier. Es trägt die Vögel in Eules Revier. Im Baumloch ist es kuschelig und warm. Die Eule tröstet, nimmt die Vögel in den Arm. Die Vögel-Schnatterfee schämen sich sehr. Auslachen wollen sie nun niemanden mehr.